Okay, back again by Illusion of Time. Okay, wie ihr wisst, wir waren ja hier drin und haben die Truhe geöffnet und die müsst ihr öffnen. Die müsst ihr öffnen. Warum? Weil Baum. Nein. Entschuldigung. Weil, sonst kommt ihr da nie wieder rein. Und hier gehen wir jetzt rein. Und, ich der Stimme erklingt. Finde die Unterschiede zu dem Raum davor. Und, es müsste eigentlich das hier sein. Der Inhalt der Truhe hat sich verändert. Gut, auf in den nächsten Raum, bevor ihr rausgeht. Das dritte Juwel. Wir haben nämlich alle gefunden. Okay, weiter geht's. Oh, der Türen schon wieder. Okay, wenn ihr hier guckt, wie der Stimme klingt. Beobachte gut den Zustand dieses Raumes. Verlasse ihn, blablabla. Okay. Hier ist so eine Tusse, so ein Blobs, ein Stein und zwei Säulen. Ist ja ganz einfach. Und das letzte. Okay. Finde die Unterschiede. Ist ja alles gleich. Was ist denn hier los? Wer findet das von euch? Richtig, schaut mal auf Will. Oh mein Gott. Okay, das Geheimnis ist, in dem Raum zuvor gab es keinen Wind. Hier schon. Richtig, der Wind durchweht dein Haar. Du hast die Prüfung erfolgreich bestanden. Du darfst wiederkommen. Wow. Awesome. Und weil ich so cool bin. Huah. Was? Was waren jetzt? Oh, dunkle Kräfte. Psycho Dash und Psycho Slider. Cool. Also kriegen wir noch. Kriegen wir mal drei? Wow. Okay, warum habe ich. Oh, stimmt ja sogar. Du hältst dich weh hoch. Ja, wissen wir. Okay. Okay, vier Stück. Cool. Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Huhaha. Ja, aber das nicht awesome. Wir haben alle drei Juwelen gefunden. Cool. Cool, verdammt, ich habe mir Wecker nicht gestellt. Verdammt, verdammt. Okay, wie lange nehme ich jetzt schon auf? 3 Minuten? Okay, das tut mir jetzt leid. Ich stelle einfach schnell den Wecker. Bis gleich. Okay, wieder da. Wecker ist gestellt. Ich hoffe, das schickt auch. Und ich habe mich zu wenig Zeit genommen oder zu viel. Oh mein Gott. Was haben wir hier drin? Na, na, ich habe magisches Puder gefunden. Magisches Puder kann jetzt verwandt werden. Ja. Yo, Magic Dust. Auf Englisch. Ich erwartete dich bereits. Verstreue ein wenig von dem magischen Pulver über Kairas Bild und küsse es. Sollte dir wirklich viel an ihr liegen, geschieht etwas Wunderbares. Ich habe ein Selbstporträt gemalt. Bald werde ich ein stummes Gemälde sein. Du solltest dich jetzt um Kara kümmern. Oh je, da sieht er aus, übrigens verkochen. Ich habe wieder aufgestoßen. Und ich habe dann das nicht gehört. Falls ja, tut es mir leid. Aufstoßen ist so mein Ding. Das ist so. Das ist genau meine Baustelle. Nein. Well, well, wollen wir sie befreien? Eigentlich würde ich sie ja das vermodern lassen. Wo ist denn hier, wie heißt denn das Zeug? Ja, ich bin... Wie ist denn das? Ach verdammt, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Bist du ein Glück? Ich muss das magische Pulver verteilen. Du verstreust das magische Pulver. Du streust etwas von dem magischen Pulver über Karas Bild. Kara, bitte komm wieder in Fleisch und Blut. Zärtlich küsst Will Karas Bild. Was zum... Die momentane Teleportation. Will, es tut mir leid. Ich war so selbstsüchtig. Kara, du regst mich auf. Du musst endlich begreifen, dass wir eine Gruppe sind. Schluchz und heul. Ich schluchz. Ich weiß selbst nicht, was ich tue. Schluchz. Als ich noch im Schloss wohnte, war immer alles so einfach. Ich höre mich dann voll komisch an. Ich muss mal ein bisschen anders aussprechen. Ich war von dieser Reise ein vollkommen anderer Mensch. Natürlich, denn du hast nie erfahren, auf was es im Leben ankommt. Du hast recht. Aber ich glaube, nun habe ich endlich eingesehen, dass es viel wichtigere Dinge als Reichtum und Macht gibt. Freundschaft, Liebe, Vertrauen. Verzeih mir, dass ich so lange gebraucht habe. Nun habe ich begriffen, was diese Dinge bedeuten. Manchmal kackt meine Stimme voll ab bei dieser Stimme. Kara, ich war in Sorge. Oh nein, komm mit der Frosch. Kara, ich war in Sorge. Warum musst du immer alleine losziehen? Denkst du dabei denn nicht an uns? Phil hat mich deshalb bereits angesprochen. Ich entschuldige mich bei euch allen.
Ihr habt es eingesehen. Wir sollten ihr verzeihen. Ich denke, die schwimmende Stadt liegt 3 Tage von hier im Süden. Lasst uns sofort aufbrechen. Seid ihr bereit? Oh, mein Hals. Ich glaube, ich habe in der Stadt der Engel ein rotes Juwel gesehen. Ach ja, ich habe auch eins gesehen. Gehen wir endlich. Oh, wartet mal. Keine Bange, wir haben genug Zeit. Kara macht mir Sorgen. Sie wird so apathisch. Irgendetwas ist mit ihr geschehen. Ich habe ein Gespür dafür. Ich hoffe, ihr wisst alle, was apathisch heißt. Viele Häuser in der schwimmenden Stadt stehen auf Flößen. Auf Flößen. Ach du Scheiße, auf Flößen. Oh Jott, oh Jott. Oh, wie romantisch. So etwas mag ich. Lilly wird ihren Geburtstag haben, während wir in der schwimmenden Stadt sind. Yay. Yeah. In der schwimmenden Stadt? Venedig. Nein, ich glaube Watermere heißt das hier. Auf Englisch. Wie es jetzt heißt, keine Ahnung. Ja, ja, komm. In der schwimmenden Stadt könnte es sehr heiß sein. Hat irgendjemand Sonnencreme eingepackt? Ah, was für ein witziger Typ hier. Halt zum Maul. Ich kann nicht mehr hochsprechen, dann tut mir nämlich meine Stimme weggehauen. Ich habe nämlich ein bisschen Schmutz auf der Schalmei. Ja, ja, ja. Ja, die Erkältung hat doch noch ein wenig seine Spuren, ihre Spuren hinterlassen. Seine Spuren. Ja, die Erkältung, nicht der Erkältung. Der Erkältung hat seine Spuren auf meiner Schalmei hinterlassen. Hinterverlassen. Oh, hier ist auch Watermere. Watermere, Watermere. Hier gibt es auch wie. Da. Juwel. Wir suchten Watermere, die Wasserstadt auf. Alle Häuser der Stadt wurden auf Flößen errichtet. Wie unglaublich schön. Die freundlichen Bewohner haben uns in das Haus des jungen Luke gebracht. Nein, Luke Skywalker. Dam, dam, da. Das ist Lukes Haus. Er ist ein liebenswerter junger Jedi. Ich begebe mich auf einen langen Jedi-Ausritt. Das Haus gehört euch, solange ich fort bin. Oh, ich gehe auf einen langen Jedi-Bootcamp-Ausflug mit Obi-Wan Kenobi. Das alte Knobi-Brot. Oh, ich kann mich... Oh mein Gott. Oh, nicht. Oh, nicht. Oh, toll. Ich muss rote Juwelen. Was soll... Ich hörte, Lance hat in der Stadt einen Bekannten getroffen. Ich denke, er hat ihn besucht. Hehe, ich habe etwas Tolles gefunden. Es liegt hinterm Haus, eine Art Buch. Ich hätte es eigentlich nicht lesen dürfen, aber... Das Haus auf diesem Floß gibt mir die Idee für eine neue Erfindung. Was, ein Floßhaus? Putsch. Watermere ist wundervoll, aber ich habe Schreckliches gehört. Sie spielen mit Menschen Leben. Freezer war ähnlich. Heißt er eigentlich jetzt Freer oder Freezer? Oder Freezer? Oder Frija? Frija. Frija war ähnlich, aber auch wunderschön. Alles hat 2 Seiten. Wie eine Wurst. Ach nee, das heißt ja eine Medaille. Haha. Okay, hier soll es irgendwo ein Buch geben, hinterm Haus. Bist du dir da echt sicher? Hast du uns verarscht? Ah, oh, ein Tagebuch willst du lesen? Gut, ein schlechtes Gewesen wäre auf einmal... Karas geheimes Tagebuch. Ja, ich muss mal ein bisschen anders einliegen. Tut mir leid. Willst du es lesen? Aber klar. Xter Tag des xten Monats. Nach einer langen Reise erreichten wir Watermere, die schwimmende Stadt. Ich war halb verdurstet und meine Füße und meine Füße voller Blasen. Und wieder musste ich aufstoßen, es tut mir so leid. Ich habe sie in ein Taschentuch gewickelt. Normalerweise hätte ich gejammert. Habe aber nichts gesagt. Ich glaube, ich habe mich verändert. Ich bin glücklich, dass ich jetzt auch an andere denke. Ein Dorfbewohner erzählte mir Folgendes. Denke in einer vollen Mondnacht auf einem Lotusblatt an deinen Liebsten und er wird dich erhören. Ein schöner Gedanke. Vielleicht probiere ich's. Probiere ich's. Oh, vielleicht probiere ich's. Oh mein Gott, das ist Luke. Achtet auf mein Haus. Find euch wie zu Hause, solange ich fort bin. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mein Kumpel Knobi. Was ist denn das? Jo, wow, 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 wow.
Wow, schade. Ein Lotusblatt? Was macht denn das? Oh mein Gott, guck, da sind die Viecher von Star Wars. Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Das ist bestimmt seins. Oh, hier hab ich... Oh nein, hier hab ich ja schon geguckt. Ja, wo muss ich jetzt hin? Mann, ich hörte vom Sandfanger einem riesigen Ich hörte vom Sandfanger einem riesigen Tausendfüßler. Er lebt in der chinesischen Mauer. Man sagt, Fluide seines Körpers heilen alles. Oh mein Gott. Die chinesische Medizin ist schon seltsam, aber die Körperflüssigkeiten eines Insektes trinken. Ja und ey, wenn es einem hilft. Oh, schön. Hier muss irgendwo eins sein. Das habe ich im Urin. Wie man ja so schön sagt. Wow. Hier gibt es nicht. Was zum Henker? Da sind wir in China oder so? Wenn die schon sagen, Lotusblatt und so ein Scheiß, gibt's hier was irgendwie, irgendwer, irgendwann ist mal mit der Suche dran. Ich verrate dir etwas. Warte auf der rechten Seite der Spielhölle. Ein Lotusblatt wird erscheinen. Auf der rechten Seite der Spielhölle. Warum heißt die denn Spielhölle? Okay, ich meine, wenn man damit ein Problem hat, ist es wahrscheinlich die Hölle für den Rest der Familie. Ein alter Mann lebt in dieser Stadt. Er ist ein bisschen verrückt. Er begleitete Omen, den Forscher, auf seiner Expedition zum Turm von Babel. What, mein Vater? Wir haben einen neuen Anhaltspunkt. Ich spiele schon so lange mit diesem Controller. Ein Scheiß, ne? Und er klappt immer noch wie Klappe-die-Klapp. Der verrückte alte Man hat graues Haar, aber man sagt, er sei noch jung. Ihm muss etwas Schlimmes widerfahren sein. Das wahrscheinlich nehme ich eigentlich auf. Yes, I do. Yes, I do, yes, I do, yes, I do. Well, I think it's time to drop the bomb. Dieses Wasser mir. Die Häuser stehen auf Flößen. Wir lieben das Wasser. Ach nein. Ich hab doch, die hasst das. Bald wird das Baby geboren. Wir können etwas kaum noch erwarten. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Aha. Was? Okay, ich dachte, ich habe jetzt schon ein rotes Juwel gefunden, schon wieder. Ah. Wie viele gibt's hier? 1, 2 oder 3? Letzte Chance ist längst vorbei. Wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Okay, die hauen einfach nicht ab. Und mir, ich muss als aufstoßen, das ist doch fucking. Ja, das ist fucking, so heißt das. Ah, juhaha. Mhm. Nothing. Really nothing. Hallo. Ist das hier der Ausgang? Ah. Willkommen in Watermere. Die Bewohner leben vom Fischfang und Bootsbau. Und vom Bootsbau. Wer hätte das gedacht? Kia. Kiak. Nee, andersrum. Ja. Kiak, ja, ja. Dieses Tier ist ein Krug. Der Krug eignet sich zum Reisen in Wüsten. Er kommt lange Zeit ohne Nahrung und Wasser aus. Nein, müssen wir auch bald durch eine Wüste. Ich hasse Wüsten. Das Einzige, was ich in Rollenspielen nicht leiden kann. Wüsten. Wüsten. Und noch mehr Wüsten. Ja, ich habe letztens erst bei Tales of Vesperia eine Wüste gehabt. Das war so hässlich schlecht. Ich hätte kotzen können. Okay. Wow, 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 wow. Bring mich zum Schotter. Na 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 na. Chanten. Nio, 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 nio. Wow, 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 was gibt's hier? Wer bist du? In Vollmondnächten spielen sie russisches Glas. Was? Das gefährlichste Spiel, das es gibt. Aber du bist noch jung. Ich denke, du wirst dein Leben nicht wegwerfen. Warum? Was bringt mir das hier? Das bringt mir echt gar nichts. Dieser Junge, wo ist dieser Junge hin? Oh, ich werde ihn töten. Ich werde ihn so töten. Ach Mann. Russisches Glas. What the heck ist russisches Glas? Bringt mir das was, wenn ich da gewinne? Ja, yeah, ja, chanten. So, und jetzt sitze ich. Erst lag ich, dann hing ich auf 7:30 und jetzt sitze ich. Hallo. Well, well, well. Well, 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 Mr. Kennedy.
Welcome, Mr. Kennedy. Das ist eine Spielhölle. Kinder sollten sich hier nicht herumtreiben. Und ich